Und damit ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem, wenn nicht zu dem größten Japano-RPG, was uns bis dato im 21. Jahrhundert erwartet. Ich bin es, euer MCMaffyx, und ich begrüße euch herzlich zur Let's Play Final Fantasy XV. Was ist eigentlich diesem Spiel vorweggegangen? Angekündigt im Jahre 2006, etwa 5 Jahre nach dem Erscheinen des richtig letzten Final Fantasies, Final Fantasy X, was natürlich auch in eine andere Richtung gegangen ist, wie die klassischen Final Fantasies 7, 8, 9 und die ganzen Teile davor. War 10 schon ein wenig anders, doch mit 11, was ja ein MMO war, und 12, was ein ziemlich mysteriöses Kampfsystem eigentlich, sagen wir es einfach mal so, hat, hat sich die Final Fantasy Serie ziemlich wegbewegt von dem, was sie ursprünglich war. Und um es mir mal hier auf den Punkt zu hauen, egal welches Japano-RPG man am liebsten mag, keiner kann sagen, dass Final Fantasy nicht die Marke ist bei Japano-RPGs. Es ist die Spieleserie, die nicht nur diese Genre, klar, Dragon Quest gab es davor, aber es gegründet, populär gemacht hat. Die besten der besten Spiele kamen hier raus. Final Fantasy I hat damals Welten bewegt, ist heute immer noch gut spielbar. Final Fantasy V ist zwar ein Grindfest, erzählt eine wunderbare Geschichte. Final Fantasy VI ist eh das beste Final Fantasy überhaupt. 7 muss ich eigentlich dazu nur noch was sagen, und auch 10. Alles großartige Spiele, und ich will jetzt gar nicht von 8, 9, 4 und wie sie auch immer alle heißen mögen reden. Spin-offs und alles. Ist Final Fantasy einfach die Japano-RPG-Serie? Nachdem Final Fantasy X aber schon die Fangemeinschaft ein wenig zerspalten hat, wurde es mit 11 und 12 noch schlimmer. Deswegen hat Square Enix 2006 auf der E3 dann die Fabula Nova Crystallis angekündigt. Ein neues Universum, in dem mehrere Spiele stattfinden werden. Darunter Final Fantasy XIII inklusive Spin-offs, dann Final Fantasy Type-0, ein MMO, was sich ja schließlich dann als 14 herausgestellt hat, und natürlich Final Fantasy Versus 13. Final Fantasy Versus 13 kam, nachdem dann Final Fantasy XIII erschienen ist und, muss ich sagen, noch mehr enttäuscht hat. 10 Jahre, knapp nach Final Fantasy X, nach dem letzten großen Final Fantasy, kam 13 raus. Und auch wenn 13 immer ein wenig sehr schlecht gemacht wird, muss ich auch sagen, auch wenn ich es dann doch irgendwie gemocht habe, es ist nicht gut. Das Kampfsystem ist furchtbar und die Story ist auch nicht das Beste. Hope und Vanille sind furchtbar. Und auch wenn 13.2 wirklich vieles besser gemacht hat, war 13.3 wieder komplett schlecht. 14 ist wie gesagt ein MMO, deswegen schließe ich es aus. Insgesamt warten wir also nur schon 10 Jahre darauf, dass Final Fantasy 15 erscheint. Da Final Fantasy Versus 13 schließlich, nachdem es immer größer und umfangreicher wurde, zu Final Fantasy 15 umbenannt wurde. Und nun warten wir 15 Jahre auf das nächste große Final Fantasy der Hauptserie. Crisis Core schließe ich mal da einfach ganz dick aus. 15 Jahre. Überlegt euch das mal, da habe ich noch nicht mal Final Fantasy schreiben können. Ja. Es ist ein Spiel, wo wirklich sehr viele Emotionen hier mit weggehen, und auch wenn schließlich bei mir zumindest Tales den Thron als beste Japaner-RPG-Serie gewonnen hat, muss ich sagen, ist der König hoffentlich wieder zurück. Ich habe Final Fantasy XV angespielt, insgesamt 3 Mal, Episode Duscae, dann diese Giganten-Demo, die man auch auf der E3 gesehen hat, und schließlich nochmal bei diesem Road to Final Fantasy habe ich die ersten 2 Stunden ungefähr gespielt. Und ich muss echt sagen, ich habe mich knapp 4-5 Jahre nicht so sehr darauf gefreut. Ich dachte mir, nach 13, was wird es da besser? Dann habe ich immer mehr gesehen, und das Wichtigste ist, ich habe es angespielt. Final Fantasy XV hatte eine großartige PR, und ich fand es großartig, was man da alles gemacht hat, um eben die Spieler zu integrieren und ihnen eine spielbare Form von Final Fantasy XV zu geben. Man konnte das Spiel spielen, und ich muss echt sagen, etwas, was ich seit dem Road to Release Event wirklich habe: Vorfreude. Vorfreude auf ein umfangreiches, großes Spiel, was nicht nur spielerisch interessant wirkt, sondern auch storytechnisch und inszenatorisch neue Maßstäbe ergreift. Ich habe schon vor 3 Jahren mal so ein Video gemacht, wieso Final Fantasy XV wichtig war. Ich tue einfach jetzt mal langsam darauf hinweisen. Ich möchte jetzt auch nicht mehr viel darüber reden. Heute ist der 29. November und heute ist der Tag, an dem eines der großen 3 Japano-RPGs rauskommt. für World of Final Fantasy, was fantastisch ist, in den ersten 25 Stunden, die ich jetzt reingespielt habe, war der Anfang. Doch dann geht es weiter mit Final Fantasy XV. Ist der König wieder zurück. Tales of Berseria, was im Januar erscheinen wird und hoffentlich das neue beste Tales sein wird. Und schließlich die Fortsetzung zu meinem Japaner-RPG aller Zeiten, Persona 4, Persona 5. Es ist eine großartige Zeit für Japaner-RPGs, wenn man sich auch die anderen Spiele, sei es Hyperdimension, Digimon Cyber Sleuth, Trails of Cold Steel und Tokyo Mirage Sessions anschaut. Es ist die Zeit, die wir uns seit der PS1 eigentlich wieder wünschen. Eine Zeit, in der jeden Monat ein Spiel rauskommt, wo ich mich 50, 60 Stunden verlieren kann. Und ich hoffe auch wirklich, Final Fantasy XV wird genau das sein. Es muss nicht das beste Spiel sein, aber es muss wieder ein schönes Final Fantasy werden. Und wenn das das wird, dann bin ich schon begeistert. Und bevor der Max jetzt noch weiter rumschwafelt, starten wir mit einem neuen Spiel. Man könnte noch so viel drüber reden, aber ich denke, wir werden einfach hier mal starten. Wir werden das Tutorium hier machen. Aus dem ganz einfachen Grund, dass es schon wieder einen Monat her ist, dass der Max das angespielt hat. Schon wieder alles vergessen. Und wenn man da 2 Stunden hat, um anzuspielen, dann versucht man das Tutorial ziemlich schnell zu skippen. Machen wir das ganz kurz. Ist eigentlich ganz nett sogar. Und da sehen wir schon eine Person, die uns doch sicher bekannt sein wird. Und zwar der gute Noctis. Und noch ein anderes süßes kleines Getier. Hallo Noct! Du siehst nicht so aus, als würdest du dich an mich erinnern. Du sollst aber wissen, dass ich schon seit deiner Kindheit stets über dich gewacht habe. Willkommen jedenfalls in deiner Welt der Träume, im königlichen Trainingssaal. Du hast eine lange Reise vor dir und ich werde dir beibringen, wie man kämpft. Und dann war der Text ein wenig so schnell weg, den kann man leider nicht wegdrücken, das ist automatisch. Egal. Dieses kleine Viech, das kommt ist aus der zweiten Final Fantasy XV Demo gewesen, diesen Traumdemo. Die habe ich aber nicht ganz durchgespielt, die fand ich nicht so geil. Und Gladio ist heute unser Trainingspartner. Wir werden hier noch ein wenig reden können, bevor wir dann hier wirklich rein starten mit Final Fantasy XV, weil ich, wie gesagt, das ja schon ein wenig drauf habe. Final Fantasy XV ist jetzt im Endeffekt das erste Echtzeit Final Fantasy. Ich betone immer der Hauptserie. Was einfach den Grund hat, dass wir da schon viele Spin-offs gesehen haben. Und wenn ich jetzt auch an sowas beispielsweise wie Crisis Core natürlich denke, haben wir schon mehrere Echtzeit-Rollenspiele im Final Fantasy-Universum gesehen. Final Fantasy XV wiederum ist aber das erste Spiel, wie gesagt, der Hauptserie, was uns jetzt wirklich ein Echtzeit-Kampfsystem bietet. Final Fantasy 1 bis 10 waren ja immer diese klassischen Rollenspiele, eben mit rundenbasierten Spielen. Und Final Fantasy XII könnte man auch schon in diese Richtung ein wenig reindeuten. Es hatte dieses MMO-Feeling, was mich immer, umso mehr ich davon sehe, ich habe es leider noch nicht gespielt, achso, ich soll einfach angreifen, ja, mache ich doch gerne. An Final Fantasy, an Xenoblade erinnert. Und voll auf die 12, genau so ist es. Ja. Haben wir hier ein Echtzeitspiel, um mal hier auf den Punkt zu kommen. Echtzeit-Rollenspiele sind auch in letzter Zeit ein bisschen, ich würde jetzt einfach mal sagen, häufiger auch auf uns zugekommen. Das Problem ist einfach, da ganz ernsthaft, wenn ich jetzt mal nicht an Tales denke, muss ich sagen, es ist immer so eine Sache. Es ist einfach viel leichter, ein rundenbasiertes Rollenspiel zu machen als ein Echtzeitspiel. Und trotzdem versuchen es immer mehr wieder. Ich erinnere jetzt einfach mal ganz leicht daher, was wir dieses Jahr gesehen haben mit Star Ocean 5, was leider doch eine größere Enttäuschung für mich war. Viele Spiele versuchen es einfach, aber schaffen es einfach nicht. Und das ist auch eine Angst, die ich bei Final Fantasy XV hatte. Im Verlauf der Zeit, was jetzt insgesamt doch schon 2 Jahre sind, anderthalb, sagen wir lieber anderthalb. Seitdem ich jetzt hier Episode Duscae gespielt habe, ich muss sagen, ich habe Episode auch nur in der Grundform gespielt und dann nicht mehr in der 2.0 Version, die ja dann noch rausgekommen sind, nur ganz kurz angespielt, aber wirklich minimal kurz. Haben wir ja immer wieder Änderungen gesehen und das, muss ich sagen, ist das, was ich an Final Fantasy XV jetzt schon großartig finde. Im Gegensatz zu Final Fantasy 13 bis 13.3 haben wir in dieser Serie, in dieser 13er Trilogie, haben wir immer wieder nur das bekommen, was eben vom vorigen Spiel wir erwartet haben. 13.2 möchte ich jetzt möchte ich erst einfach mal hier ein bisschen ausklammern, weil Final Fantasy XIII zwar halt diese großartige Zeitachse hatte und so eine sehr spannende Geschichte doch erzählt hat, und ich muss sagen, am Ende von Final Fantasy XIII sind ein paar Tränen gekullert, Mann. Es war traurig. Weiter. Eigentlich ist das schon das Wichtigste. Ich muss nur das Magie-Tutorial nochmal machen, weil das habe ich nicht ganz so verstanden. Ansonsten kann man das eigentlich relativ schnell ja abhandeln, wie ihr seht. Das ist ja jetzt nicht allzu schwer. Warp Mon MP. Ja, wir werden auch gleich darüber reden. Aber in Final Fantasy XV, was ich sehr cool fand, haben sich Square Enix wirklich, hatten sie ja dieses schöne, ich muss kurz die Kamera eigentlich drehen, aber egal, ja gut, dann machen wir es einfach nur so. So, haben wir diese schöne, haben wir von Square Enix mehrere Male erfahren, dass sie auf das hören wollen, was sie uns hier anpreisen. Und, im Verlauf der Tage und Wochen und Monate haben sie eben auf die Beschwerden der Community gehört. Und das beste Beispiel ist, im originalen Episode Duscae gab es keine Option, Angriffen auszuweichen, außerhalb dieses Warpes, was wir hier gesehen haben. In der fertigen Version gibt es eine Taste zum Ausweichen, was so ein kleines Detail ist, was zum Beispiel ziemlich praktisch ist. Und wir werden jetzt mal ganz kurz reden, was hier eigentlich genau passiert. In Final Fantasy XV haben wir wie in jedem klassischen Rollenspiel unten rechts eine Anzeige der LP bzw. HP, hier ist es eben LP, und eine Anzeige von MP. MP Magiepunkte, LP Lebenspunkte. Erklärt sich eigentlich ziemlich von selbst. Und LP bzw. HP, wie man sie halt auch immer nennen mag, sind... Oh, das war zum Beispiel ein Schlag, der schön auf unser HP gegangen ist. Achso, ich kann nur mit dem kämpfen. Das ist natürlich unschön. So. So. Nein, ich wollte eigentlich da hoch. Schon mal schön verkackt, Mann. So. So. Warpunkt. Genau. In Final Fantasy XV haben wir... Zack. Haben wir diese schönen Warp-Angriffe. Wir können diese zum Ausweichen benutzen und gleichzeitig aber auch zum Angriff, wie ihr hier schön seht. Und die Warp-Angriffe sind ziemlich stark, kosten aber auch ziemlich viel MP. Und wenn unsere MP aus sind, können wir im Endeffekt nicht mehr machen. Wir sind aufgeschmissen und sind auf die Gnade von unserem guten Trainingspartner hier, müssen wir uns verlassen. Und der gute Gladius, das ist natürlich jetzt alles zu toll, macht das ja natürlich hier. Okay, wir können unsere MP auffüllen, indem wir uns, wie wir hier gesehen haben, irgendwo hinporten. Und, oder indem wir uns... Zack. So. Irgendwie scheint es ja nichts zu bewirken, ja. Klar, das ist einfach zu überpowered. Und das ist nämlich sehr interessant. Also, wir haben, wie gesagt, das Magie-Tutorial gerade abgeschlossen. Unsere Magie, wenn sie leer ist, dann kommen wir in eine Stase und können uns nicht mehr wehren. Aber man muss noch auf andere Sachen achten. Und zwar, dass Gegner... Aua. Dass Gegner auch gewisse Resistenzen haben. Und gerade halt Gladius hier zum Beispiel eine Resistenz gegen leichte Schwerter. Und... Ich bin eigentlich gerade schön ausgewichen, aber scheiß drauf. So, und gerade müssen wir Gladius hier mit Waffen bekämpfen, auf die er nicht resistent ist. Und wir können ja gleich mal in die Ausrüstung schauen. In der Ausrüstung können wir hier dann die Waffen anpassen von Noctis. Beispielsweise hier das Breitschwert können wir eben dann hier zum Beispiel hier unten ausrüsten. Wir können mal gleichzeitig 4 Waffen anlegen und gerade haben wir hier unsere 2 schönen Dolche, die ziemlich geil aussehen. Aber wir können natürlich dann auch auf andere Waffen zugreifen. Es ist aktuell so, wie gesagt, dass wir diese 4 Schwerter haben. Wir müssen auch auf die Resistenzen hier der Gegner eben aufpassen, damit wir eben diese nicht so leicht angegriffen werden. So, okay, und nun wird es interessant, weil das Zaubertutorial, das ist das Einzige, was ich nochmal machen muss. Das habe ich das erste Mal nicht ganz verstanden, ne? Wir haben jetzt 5 Feuerenergie. Das ist nämlich etwas, was mir nicht so gut gefallen hat persönlich. Aber ich meine, ich habe es wie gesagt auch wirklich nur 2 Stunden angespielt. Wir können Magie ausrüsten. Wir haben also nicht mehr klassisch, dass wir 10 Feuerzauber haben und Eis und so. Wir müssen es als Waffe ja ausrüsten, ne? Und einen Zauber verwenden wir, indem wir auf den das schleudern. Also ich habe es schon verstanden, aber ich fand es halt ziemlich merkwürdig. So. Und das seht ihr jetzt, bah, können wir dann so schleudern hier. Finde ich ziemlich merkwürdig für den, ja, für Magie einfach. Also es ist halt im Gegensatz zu das, was halt Magie normalerweise in den Echtzeiten-Spielen ist, nämlich ein schneller, starker Move, mit dem man sich einen Vorteil schummelt. Und genau das ist es eigentlich hier nicht. So. Wir können hier in den Wartemodus gehen. Das ist nämlich auch interessant. Wir könnten, aber das macht das Spiel ein wenig für meinen Geschmack zu leicht. Wenn wir den Wartemodus nämlich aktiviert, dann verläuft die Zeit nämlich langsamer. Ich finde, das habe ich auch nicht gemacht, als ich hier mein Tutorial... Das habe ich kurz mal ausprobiert, aber das fand ich ziemlich unnütz. So. Weil es macht halt irgendwie die Sache ein bisschen leichter. So. Bam. Oh, schön selbst ins Feuer reingelaufen. So. Zack. Und ihr seht, jetzt mit den kleinen Schwertern machen wir hier deutlich mehr Schaden. Das ist nämlich nervig, Mann, dass man immer... Alter, dass man durch seine eigenen Flammen hier Leben verliert. Das finde ich ziemlich böse. Wir können uns, und das ist auch wirklich hilfreich immer, mit den Warp-Angriffen hier einen schönen Vorteil erarbeiten, weil wir uns hier ganz schön immer hinporten können. Komm, hau mich, hau mich, hau mich. So. Habe ich ihn nicht getroffen, oder? Hoppala, so. Machen wir das Breitschwert raus. Alter, Mann, Gladius, Mann. Ja, haust dir aber auch ein bisschen zu viel raus, aber egal. So, zack, zack, zack. Zack, komm. Mit den kleinen Klingen kämpft sich's echt cool, Mann. So schnell und windig, das gefällt mir. Wir werden an dieser Stelle das Tutorial beenden. Ich glaube, es gibt noch einen Abschnitt, aber das ist jetzt nichts mehr Wichtiges. Ach, Teambefehle waren das noch. Na, na, das machen wir nicht mehr. Das ist nämlich eigentlich ziemlich easy. Und deswegen werden wir... Ach komm Leute, nein. Wir werden jetzt hier das Tutorial abschließen, Mann. Part Nummer 0 ist es dann ist es halt nicht Part Nummer 1. Und in dem werden wir hier das Tutorial abschließen, Mann. Das ist jetzt noch ein Tutorial und das ist auch nicht so unnütz. Das ist nämlich Teamwork. Wir, wie in jedem Final Fantasy, haben wir auch hier Mitstreiter. Und hier, gerade ist es niemand anderes als Prompto. So. Noctis Gefährten kämpfen automatisch. Ja, wir müssen ihnen jetzt im Endeffekt nichts, anweisen. Wir müssen ihm einfach nur sagen, hey, mach mal, Junge. So, ich kämpfe hier mit den Klingen. Ah, super, unverwundbar. Zack, und jetzt. Prompto! Habt ihr gesehen, Mann? Wenn wir eine Parade raushauen. Ey, mit der Rückhand haut er. Mit seiner Drecks-Rückhand haut er dir. Wartet mal, ihr seht Prompto. Und jetzt kommt Prompto. Zack. So, warte mal, wir müssen mal ein bisschen Distanz hier gewinnen. So. Kombo-Balken, ja genau, jetzt haben wir nämlich den Kommandomodus. Und im Kommandomodus können wir dem hier Befehle geben, zum Beispiel den hier. Zack. Und dann punchen wir nochmal hier schön. Schmeißen wir hier nochmal unser Schwert auf ihn. Das ist eigentlich ziemlich geil hier. Die Kombination, die wir machen können, das kann man natürlich dann im Fertigmenü noch anpassen und alles mögliche. Ich skippe hier relativ schnell das durch, weil das ist dann ziemlich deutlich gewesen. So. Gut. Und jetzt glaube ich, kritischer Zustand. Ah ja, das ist, wenn unsere... man geht ja in diesem Spiel nicht klassisch down, wie es sonst ja in Final Fantasies ist. Ich bin gar nicht im kritischen Zustand. Er hat mich gar nicht getroffen. Ich glaube, ich muss mich jetzt erstmal von ihm töten lassen, oder? Super! Ja, okay, das wurde jetzt hier leider nicht erklärt. Das finde ich jetzt ziemlich... Ah, jetzt ist Prompto kritisch. Okay, nämlich, wenn man in dem Spiel einen kritischen Zustand hat, dann ist man nicht sofort down. Die Kameraden sind nur verwundet. Und man kann denen ein wenig seines eigenes Leben abgeben und dann geht es ihm wieder besser. Und ich verstecke mich jetzt hier. Hab Angst. Aber es ist halt eine interessante Dynamik in Final Fantasy XV hat mich das nämlich ein wenig, um ehrlich zu sein, aus der Fassung gebracht. Ich fand das ein wenig zu leicht für meinen Geschmack. Aber jetzt im fertigen Spiel finde ich das dann um einiges interessanter, weil in Episode Duscae war es halt so, wenn man diesen Move hatte, dann war man im Endeffekt unbesiegbar. So. Okay, heilen wir uns hoch. Prompto. Futter, gell. Haben wir super gemacht. Ja, yeah, das freut mich doch. So. Und jetzt, glaube ich, kommt noch der finale Kampf nochmal gegen ihn und dann haben wir es geschafft. Irgendwie habe ich das letzte Mal viel länger gebraucht. So, okay, komm her. Und jetzt mit Prompto zusammen Gladys besiegen, okay. Ding, 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 ding. Unverwundbar, sehr geil. Oh, schöner Schlag hier. So, ausgewichen. Und jetzt. Prompto! Bam! Oh, viel zu früh gedrückt. Viel zu früh gedrückt, Mann. So, aber ist wurscht, komm. Ah! Manchmal, das da muss ich, das ist das, wo ich mich echt dran gewöhnen muss. Schöner Überraschungsangriff. An das Kontern, weil er kontert manchmal ziemlich spät. Aber das war ein schöner Doppelangriff. Zack. Das haben sie auch in der Demo schön hinzugefügt, seit Episode Duscae, wo es ja wirklich nur sehr, sehr wenige Angriffe gab. Gibt es hier um einiges mehr und sie sind viel leichter zu aktivieren. Gladius, ich glaube, da musst du noch ein bisschen üben, bevor du dich mit mir anlegst hier. Teamwork-Tutorial abgeschlossen. So. Wunderbar. Und bevor wir jetzt mit dem Hauptspiel beginnen, würde ich sagen, verabschieden wir uns in den nächsten Part. Aber wie auch immer, das war das Tutorial und nun geht es los mit dem offiziellen Hauptspiel von Final Fantasy XV. Bis zum nächsten Mal dann und dann geht's richtig los. Haut rein, auf Wiedersehen. Ciao.